So, hier am Strand gibt's so eine Schildkröte in selten und so eine Krabbe in selten, also beides Rare Mobs. Ich schau mal schnell. Das eine heißt monströse Dornzange. Uralte. Nee, Moment, monströse müsste sein. Und das ist die uralt. Nee, stimmt schon, die monströse. Die droppt den Krabbelpanzer, der ist aber jetzt nicht so toll. Nicht mehr. Den konnte man früher ganz gut brauchen, weil da konnte man sich vor Gegnern verstecken. Benutzen bedeckt euren Kopf mit einem farbenfrohen Panzer und verringert so eine Stunde lang den Radius, in dem Gegner euch entdecken. Genau. Geht aber nur in Pandaria. Ah ja. So, und die Dornzangenkrabbe, die hat ja noch weniger. Die hat 1,8% Drop-Chance. Und das Ding, ja, es droppt schon manchmal, aber es ist nervig. Das droppt hier. Und ich zeige euch den zweiten Spawnpunkt. Dupdi-du. Hier gefällt mir, hier sind so viele Schildkröten. Und eine Rare kann hier droppen, wie gesagt. Oder sein, wie heißen die? Wie heißen die denn? Großschildkröte? Großschildkröte. Alte Großschildkröte ist es wahrscheinlich. Genau. Die hat aber auch nichts. Okay. Echt nicht? Nee, Moment, das sind die hier draußen, die alten. Oh, wie heißt denn der seltene? Großschildkröte Zornpanzer vielleicht. Okay. Ja, die ist es. Die droppt einen gehärteten Panzer. Wirft einen harten Panzer, der das Ziel aus dem Sattel stößt. Funktioniert nicht bei Zielen über Stufe 94. In Klammer steht unfair. Okay, mehr droppt die aber nicht. So, nochmal zur Krabbe. Die gibt es nämlich. Vorsicht, Hordenlager. Allianz, bitte nicht hier durchlaufen. Ihr müsst außen rumlaufen. Zeige ich euch gleich wo. So, die droppt nämlich hier hinter oder spawnt hier hinten nochmal. Also das ist so ein Gegenstand, die könnt ihr aufheben. Ich zeige es euch mal. Das ist der Helm der Familie Wolkenschlange. Da gibt es mehrere. Und das könnte Gegnern innerhalb von 8 Metern sehr viel Schaden zufügen. War früher recht praktisch, heute braucht ihr es nicht mehr. Kann man wegklicken. Das hier ist Chelon. Normalerweise lasse ich ihn stehen, weil ich ihn nicht brauche. Aber ich zeige ihn euch jetzt mal. Einfach den Panzer anklicken, dann habt ihr hier einen Rare Mob. Ich gebe ihn gleich mal auf Google ein. Chelon. Chelon. So, ja, ich weiß, wo der spawnt. Gehärteter Panzer, auch. Ah ja, okay, die beiden Schildkröten droppen beide den gehärteten Panzer. Darum habe ich den auch schon. Der hier hat 1,7%, also die Prozente nehmen sich nicht viel. So, Freunde, hier die Jade-Nebeltänzer, die können sich selber als Pet droppen. Den habe ich erst bekommen, vorgestern oder so. So sieht der aus. Ich finde den zuckersüß, den kleinen Mann. Jo. So, dann muss ich euch hier noch was zeigen an dem Strand. Eigentlich müsste ich es ja. Machen wir Tiefenschlund? Ja, warum nicht? Okay, dann zeige ich es euch, nachdem wir Tiefenschlund gemacht haben. Macht man das? Ja, schon on-cam, oder? Weil abschalten wäre jetzt ja auch doof. Nee, ihr bleibt auf jeden Fall dabei. Wir machen dann jetzt dann später Tiefenschlund. So, die Horde, nein, die Allianz muss hier außen rumlaufen an den zwei Schlangen vorbei. Und hier spawnt auch die Kaiserpython, die auch sich selber als Pet droppt. Kaiserpython, WoW. So, Kaiser. Oh, Königs, nicht Kaiser. Was? Doch, Moment. Kaiser, eben doch Kaiser. Google wollte mich gerade zu den echten Schlangen bringen. So, die spawnt überall hier vorne. Also in diesem ganzen Waldstück kann die spawnen. Ich habe sie selten erst gesehen, also die gibt es nicht oft. Die halb verdaute Mahlzeit, die auch diese Schlangen droppen, gibt es bei der auch. Zu 2% und das Todesnatterjungtier zu 3%. Ich zeige es euch mal eben. Todesnatter Jungtier farme ich nämlich auch noch. Ist halt einfach die Schlange. So eine Todesnatter in klein. Hier, das sind die Todesnattern. Die droppen, wie gesagt, die Mahlzeit. Habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Aber nicht die Python. Also nicht das Pet. Das droppt nur die Königs. Kaiser, Python. Kaiser. Oder? Kaiser. Ja, Kaiser.
Manchmal verwirre ich mich auch selbst. So, kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Hier gibt es auch eine brillante Wildfeder. Wie heißt denn die große Wildfeder? Ich gebe einfach mal Wildfeder ein. Okay, ich muss Wildfeder WoW eingeben. Nein, nicht Wind, Wild. Google will mich immer verbessern. Wildfeder. Brillante Wildfeder ist die hier. Gebe ich mal Wildfeder rar ein, weil ich habe jetzt gerade vergessen, wie sie heißt. Zeitlose Insel. Hä? Auf jeden Fall gibt es hier so eine grüne Wildfeder. Habe ich heute schon erwischt, aber ich habe vergessen, wie sie heißt. Die droppt aber auch nichts Besonderes. Also die ist sehr sinnlos irgendwie. Lass mich mal gerade mal überlegen, wie heißt denn die? So, auf der Drei-Wind-Terrasse ist heute nichts los. Meistens sind hier wenigstens Verteidiger-Mobs. Weil hier gibt es so... Das hier könnt ihr aufschließen. Das müsst ihr aber kaufen. Das ist so eine Schriftrolle. Da könnt ihr hier einen Rare-Mob spawnen lassen. Genau, ansonsten ist hier eigentlich nichts. Außer natürlich, dass hier die Tauren, also die, wie heißen sie denn? Nicht Tauren, sondern... Naja, sie sehen auf jeden Fall aus wie Tauren. Wenn ihr die farmt, könnt ihr zum Beispiel den ewigen Flammenkessel finden. Ihr könnt das Warnschild finden. Ihr könnt alle möglichen Spielzeuge von denen finden. Also es lohnt sich auch, die zu farmen. Und genau, es lohnt sich, die zu farmen. Da kommen wir aber später nochmal zu. Denn die gibt es nicht nur hier unten, die gibt es auch den Berg rauf. Aber da kommen wir später dazu, wie gesagt. Brillante Wildfeder. Wie heißt denn diese Wildfeder, Mensch? Oh, ah, der Jadefeuergeist. Der droppt sich selbst als Pet. Oh, da ist schon jemand hin unterwegs. Jadefeuergeist. Ich schau mal die Prozente nach. Schnell. Oh, den erwischen wir nicht mehr. Oh, schnell, 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 schnell. Bitte lass ihn leben. Der hält zum Glück ein bisschen was aus. Okay, okay, der ist da. Der ist da. Der macht gerade Steinmoos, da helfe ich ihm mal bei. Der droppt eigentlich nichts Interessantes. Ich schaue gleich nochmal nach. So, und jetzt möchte ich auf jeden Fall mit dem um die Wette laufen. Ich nehme die mal mit, dass der da durchlaufen kann, der Jäger. Denn, wenn irgendjemand in eurer Nähe ist, lasst ihn auf jeden Fall auch mal anhauen. Denn jeder, der diesen Mob Schaden macht, bekommt auch den Loot. Also ihr bekommt da geteilten Loot. Ihr könnt auf jeden Fall immer auf die anderen warten. So, der Jadefeuergeist. NPC, haben wir Glück gehabt. Guck mal die Schildkröte an. Bedankt hat sie sich auch, sehr gut. So, Jadefeuergeist hat 2% Drop-Chance. Leuchtende grüne Asche brauche ich auch noch. Das könnt ihr zu so Verzauberungszeug machen. Pandaria natürlich. Pandaria, Rang, also nichts Großartiges. Genau, und die Glyphesäule des Lichts droppt hier auch noch. Die Technik dafür. Für Inschriftenkundler. So, da schaue ich noch Steinmoos. Steinmoos, Steinmoos, Steinmoos. Der droppt, glaube ich, nichts. Oh, doch. Goldenes Moos. Getötete Gegner, die Erfahrung oder Ehre gewinnen können, zusätzlich Goldbeute gewähren. Okay, hab mich getäuscht. Der droppt zu 3% goldenes Moos. Und Technik, Glyphe, regenerative Magie. Auch wieder für Inschriftenkundler. Wildfeder. Wildfeder. Wie heißt die Wildfeder? Mir wird es noch einfallen, bestimmt. So, also Steinmoos war hier unten. Achso, der Jadefeuergeist, der kann auch noch hier hinten in der Ecke spawnen. Das seht ihr immer auf der Karte, je nachdem, wo der Totenschädel markiert ist. Also hier in der Ecke. Und wenn ihr die unheimlichen Kristalle früher gesammelt habt, habt ihr einen Kristall bekommen, der ein Fläschchen nicht ersetzt hat, aber den man anstelle eines Fläschchens nehmen konnte. Der war mal ganz praktisch. Ah ja, und diese Flammen, die ihr hier gesehen habt, die ich im Rheinweg kaputt gemacht habe, die droppen sich selber auch als Pet. Das heißt ominöse Flamme. Hier. Das droppt hier bei dem normalen Zeug.
Nochmal zum Vergleich, der Yari-Feuergeist in grün und das ist eben der blaue, der droppt bei den normalen Geistern hier. So. Wildfeder, wie heißt die denn? Wildfeder. Sagt mal, kann es eigentlich sein, dass die Kaiserpython überall da spawnt, wo die Todesnatter auch spawnt? Ich glaub's fast. Wäre auch gar nicht so ungewöhnlich. Sowas gibt's häufiger. Dass sie sich einfach einen Spawnpunkt teilen. Vielleicht ist sie deswegen auch so selten da, weil heutzutage kaum noch jemand Todesnattern tötet. Und ich, wenn ich dran vorbeilaufe, ne, ich töte die, aber ich komme dann ja nicht mehr an den Ort zurück, zumindest nicht so schnell. Das heißt, dann spawnt wahrscheinlich eine Kaiserpython und irgendwer anders kriegt die. Weil die sucht auch logischerweise jeder, weil die ja ein Haustier droppt. Also die Kaiserpython suchen sie alle, nur die Todesnattern nicht. So, die erste Runde hätten wir schon. Hier in der Mitte ist übrigens immer ein Erhabener, den ihr besiegen könnt. Gibt wöchentlich halt so Pandaria-Epics. Ja, ihr wisst schon. So, hab schon viel erzählt. Oh, der ist ja ganz süß. Sieht ein bisschen nach Dynasty Warriors aus. Oh, hallo. Großschildkröte. Droppt Großschildkrötenfleisch. Gibt 50 zeitlose Münzen. Gibt auch Tigerfleisch. Gibt auch so eine Wildkeule. Das sind alles die Rare Mobs, glaube ich, die das droppen, oder? Zumindest die Elite. Genau. Zeitlose Münzen farmen konntet ihr früher hier. Wenn hier so ein lila Kristall ist, könnt ihr den anklicken und dann diese Kumpels da, die werden dann von grün auf rot, also die werden dann aggressiv und ihr könnt die töten. Ich mach das aber nicht, weil ich finde die freundlich. Ich mag die. Mir tut schon immer mein Herz weh, wenn ich Gucci töten muss. Gucci, Gucci, mein Schatz, es tut mir so leid. Gucci, Schatzi, wo bist du? Gerade gespawnt, noch am Hauptpunkt. Er hat ganz viele Kumpels dabei, darum mache ich mal ein Erdbeben. Und noch ein Erdbeben. Oh, wobei, ich glaube, eins hat gereicht. Da ist tiefer Schlund. Ich jage ihn mal. Bitte drop! Mann! Ja, bin ja schon unterwegs. Tiefer Schlund hat so eine Angewohnheit. So, also ihr könnt natürlich nicht aufmounten, während ihr mit ihm kämpft. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall schon mal genug Nähe zu ihm. Das ist ein sehr nerviger Boss auf jeden Fall. Oder ein sehr nerviger Rare. Und guck mal, wir haben zeitlose Schnellen gerade gehabt. Die bekommen wir gleich wieder, wenn wir nah genug an ihm dran sind. Ja. Das ist einfach zu weit weg. Ah, die brauchen wir ja gar nicht. Ja, dann laufe ich lieber Tiefenschlund weiter nach. Ich schneide dir mal ein bisschen den Weg ab, weil ich weiß, da hinten macht er eine Kurve. Der schwimmt um die Insel rum, wen es interessiert. Ja, weil die, also die Krabbe hätte ich jetzt, da hätte ich jetzt den Tiefenschlund abgebrochen, weil die droppt immerhin ein Pet. Tiefenschlund hingegen droppt nur Grusch. Ich google mal nebenbei. Tiefenschlund. Tiefenschlund. Der ewige Hunger des Abgrunds. Gruselig. Nö, der droppt nichts Besonderes. Komm schon. So, Zauber und Fähigkeiten können während des Schwimmens gewirkt werden. Das, den Buff habt ihr immer, wenn ihr nah genug an ihm dran seid. Was ist denn? Wieso ist denn der heute so schnell? Der ist doch sonst nicht gar so schnell. Und ihr müsst schauen, dass ihr nicht so weit aufs Meer rauslauft, sonst bekommt ihr Ermüdung. Erschöpfung heißt. Dann sauft ihr irgendwann ab. Dann wir trinken. Ermüdung ist praktisch, genau, da Erschöpfung ist praktisch wie der Atem, den ihr sonst habt. Jetzt versuche ich mal einen Frostshock, ist der dann, nee, der ist nicht langsamer, schade. So. Tja, jetzt haben wir das Ding nicht. Nehme ich mal die 4. Damit können wir nämlich auch im Laufen zaubern, aber das ist leider gleich wieder vorbei.
Ja, ist schon wieder vorbei. Jetzt ist er langsamer, ne? Ne, ist noch nicht vorbei. Verdammt, ich hätte es gerade noch gehabt. Jetzt ist es vorbei. Ja, manchmal bekommt man diesen Buff von tiefen Schlunden. Ich frage mich nicht, warum. Und ja, ich sehe es, die Erschöpfung. Scheiße. Sagt man nicht. Scheibenhonig. Was auch immer. Jetzt wird es langsam gefährlich. Au, au, au. Und jetzt bekommen wir Schaden. Uah, Glück gehabt. Schnell wieder aufs Mount und hinterher. Was ist denn das da unten für ein Wirbel gerade gewesen? Kenne ich gar nicht. So, jetzt haben wir den Buff. Halleluja. Ah, jetzt ist Wasserwandeln weg. Sie fix. Also, ihr braucht auf jeden Fall irgendeine Möglichkeit des Wasserwandels, wenn ihr den machen wollt. Ansonsten ist der ultra nervig. Oder nehmt euch einfach einen Schamanen mit, der den für euch platt macht. Ich glaube, ein Todesritter kann auch über Wasser laufen.